Hallo und seid mir herzlich willkommen zu meinem, ja, ich möchte es mal so nennen, ganz persönlichen Dragon Age Inquisition Review. Ich hatte das ja angekündigt, entweder in den Kommentaren oder aber auch in der einen oder anderen Folge, dass ich am Ende ein kleines Video mache, um mal von meinem Eindruck von diesem Spiel zu erzählen. Um es vorneweg zu sagen, ich habe es auch gestern in der letzten Folge gesagt, es war mit Abstand das beste Spiel, was ich in den letzten anderthalb oder zwei Jahren gespielt habe. Teilweise fantastisch inszeniert, BioWare kann das einfach. Aber wo viel Licht ist, ist natürlich auch ein wenig Schatten. Und ich werde mir jetzt auch die Freiheit nehmen, es mit seinen Vorgängern zu vergleichen. Ich finde das legitim und werde das daher auch machen. Vielleicht aber bevor ich loslege, natürlich erstmal mit den positiven Dingen, möchte ich euch allen, die ihr von Anfang teilweise bis ganz zum Ende dabei geblieben seid, die ihr mich begleitet habt durch dieses Abenteuer und die ihr mit euren Kommentaren mir immer wieder sehr viel Freude gemacht hat. Das eine oder andere Mal haben wir auch sehr kontrovers diskutiert, waren wir nicht immer einer Meinung, aber das muss ja auch nicht so sein. Was hat mir gefallen an Dragon Age Inquisition? Tja, dieses Spiel war einfach wunderschön. Damit meine ich nicht nur die Grafikqualität an sich, die ich schon absolut berauschend fand, sondern auch die ganzen Gebiete. Diese Environment Artists, die haben in dem Spiel was geleistet, das ist unglaublich. Das hat mich wirklich verzaubert. Wunderschöne Gebiete, ganz großes Kino. Und es wird euch wahrscheinlich auch nicht wundern, dass ich als Drachenkampfsüchtige diese Drachenkämpfe grandios fand. Ich fand die Drachen, die waren alle unterschiedlich. Das war grandios inszeniert. Die Bewegungsabläufe von den Drachen war sowas von, ich weiß gar nicht, echt. Also das war so großes Kino. Es hat einen solchen Spaß gemacht. Ich würde mir mehr so Monster wünschen und wegen mir könnte man einen DLC machen, wo ich bloß 30 Drachen erschlagen muss. Ich glaube, eines Tages würde ich da auch alleine losziehen. Diese Drachenkämpfe, ganz, 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 ganz großes Kino. Und dann, wenn man nicht die gesamte Spieldauer des Spiels betrachtet, sondern nur die Hauptstory, dann ist das eine wundervoll erzählte, höchst komplexe Geschichte, die sich unglaublich gut in das gesamte Dragon Age Universum einfügt. Auch die Gefährten waren unglaublich gut geschrieben. Die waren so authentisch, dass man sie einfach nur, ach, man musste sie einfach nur lieb haben, egal ob man nur mit ihnen klargekommen ist oder aber auch nicht. Die waren einfach klasse gemacht. Wer meine Lieblinge waren und wen ich nicht leiden konnte, ist sicherlich im Let's Play relativ deutlich geworden. Und was mir bei Dragon Age auch gefällt oder generell bei BioWare gut gefällt, und das ist etwas, was für mich ein riesen Pluspunkt an dieser Spieleserie ist, das ist einfach die Geschichte, dass sie mit schwulen, lesbischen und transgender Persönlichkeiten auf eine derart selbstverständliche Art und Weise umgehen. Dass es oft gar nicht groß thematisiert wird, das ist einfach wie zum Beispiel Briella und Celine mit ihrer lesbischen Liebesgeschichte. Das ist etwas, was ich im Jahr 2015 einfach für modern und für normal halte. Da hat Dragon Age Inquisition sehr zu Recht diesen Sonderpreis für schwul, lesbische und transgender Charaktere erhalten. Und ein Spiel, das in 2015 erscheint und das anders macht, ist meiner Meinung nach altbacken. Und für mich als wirklich ganz großer Fan dieser Serie war das auch ein Erlebnis, mit welcher Akribie und wie unglaublich passend BioWare die ganzen Charaktere aus den beiden Vorgängern und sogar aus den Büchern integriert hat. Das war glaubwürdig, das war gelungen. Alle Entscheidungen, die auch in der Keep gemacht worden sind, sind sauber übernommen worden, logisch und stimmig weitererzählt worden. Das war erzählerisch meiner Ansicht nach auch angesichts dieses unfassbar komplexen Stoffes großartig gemacht. Ich kann mir vorstellen, was das für eine Sauarbeit war. Ganz tolle Sprecher, das wird in der englischen Lokalisierung sicherlich nicht anders sein. Tolle deutsche Sprecher, die haben wirklich Grandioses geleistet. In meiner Negativpunktliste werde ich da nochmal drauf zurückkommen. Was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat, das war das Crafting. Jetzt ist es natürlich schade, dass das Let's Play zu Ende ging, bevor der nächste Patch kommt, weil da hätten wir auch noch die Möglichkeiten gehabt, die einzelnen Rüstungen selbstständig einzufärben. Da wären wir nicht abhängig gewesen von den Materialien, die wir benutzen. Die haben den Dingern nämlich ihre Farbe gegeben, sondern wir hätten auch noch selber einfärben können. Das hätte ich auch ganz schön gefunden, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, macht nichts. Insgesamt war das Crafting-System für mich wirklich ein ganz, ganz großes Plus. Ja, das sind mal so für mich die ganz großen Pluspunkte. Die Grafik, die Landschaften,
die Geschichte an sich. Also es ist ja ein Riesenuniversum. Ich meine, das muss man sich ja mal klar machen, wie komplex Dragon Age Inquisition ist. Allein schon die paar Infovideos, die ich im Vorfeld gemacht habe. Und da habe ich ja über die Elfengeschichte, die ja dann in Dragon Age Inquisition eine große Bedeutung bekommen hat, habe ich ja noch gar nichts erzählt. Es ist ein unfassbar komplexes Universum und sich da als Schreiber nicht total zu verlaufen und in sich stimmig zu bleiben, das ist schon mal eine ganz außerordentliche Leistung. Die Musik. Was mich beeindruckt hat, das waren die Tavernenlieder. Auch wenn Meriden nicht so gut im Dichten war, aber diese Tavernenlieder waren wirklich wunderschön. Ich habe die mir auch runtergeladen. Ich höre die gerade auf dem MP3-Player, rauf und runter. Habe ich immer dabei, höre ich immer an, wenn ich in der Straßenbahn oder in der S-Bahn sitze. Ebenfalls grandios war die Szene inszeniert, nachdem Haven zerstört ist und die Gruppe in der Himmelsfeste ankommt. Diese Gesangsstelle war wirklich so gemacht. Also BioWare kann das. Es gab einige Inszenierungen, wo es mir eiskalt den Rücken rauf und runter lief. Und was auch einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Manches war schon hart an der Grenze zum Kitsch, muss ich sagen. So ein bisschen Kitsch es Kitsch kennen. Aber ich bin durchaus bereit, mal meinen intellektuellen Anspruch zur Seite zu legen und mich einfach verzaubern zu lassen von Dingen, die eben auch ein bisschen kitschig sind. Ich meine, why not? Also, BioWare, dicken Daumen für dieses Spiel. Natürlich, wie gesagt, wo Licht auch Schatten und ich habe natürlich auch einige Kritikpunkte. Zuallererst, und das habe ich ja auch immer mal wieder in dem Let's Play thematisiert, was ich nicht verstehen kann, ist, dass bei einem AAA-Titel, die nicht in der Lage sind, eine saubere Soundabmischung zu machen, das war grottig, das war unter aller Sau. Ich habe never ever jemals ein Spiel gespielt, wo ich solche Tonschwankungen hatte. Ob es an meinem Rechner liegt, wage ich zu bezweifeln, weil es bei keinem anderen Spiel so ist. Also das war wirklich grottig, das fand ich ganz, ganz schlimm. Das hat mir auch das Let's Play sehr, sehr schwer gemacht. Also da, finde ich, haben sie so ein bisschen geschlampert bei der ganzen Geschichte. Das Spiel, ich habe ja von diesen grandiosen Drachenkämpfen gesprochen. Insgesamt, ihr Lieben, war mir dieses Spiel viel zu einfach. Das war ja ein Witz. Wir haben es die letzten Folgen mit kurzer Unterbrechung auf Albtraum gespielt und zwar ohne jegliches Problem. Und auch, ich weiß es von meinem Run mit Ella, selbst wenn man dann noch Friendly Fire eingibt, auch dann ist das überhaupt kein Problem, das Ding auf Schwer- oder Albtraum durchzuspielen. Die Taktikgeschichte war vollkommen unnötig, weil in diesem Spiel brauchst du keine Taktik. Das ist wirklich wie Hack and Slay gewesen, es tut mir leid, also ganz ehrlich, dafür, dass BioWare letztes Jahr im Sommer vor Erscheinen getönt hat, dass Dragon Age Inquisition das schwerste Dragon Age sein soll, da kann ich echt nur lachen, weil das ist nicht der Fall. Dragon Age Origins war sehr viel schwerer. Es war ja beim ersten Durchspielen schon auf Normal schier nicht zu schaffen, ohne ständig zu Tode zu kommen. Und auch die Heiltränke, da am Anfang habe ich mir gedacht, meine Güte, bloß 8 oder 12 Heiltränke, wie soll ich denn da jemals durchkommen? Aber das war überhaupt gar kein Problem, die hat man meistens sowieso nicht gebraucht, auch nicht auf den schweren Stufen. Und ansonsten gab es dann ja noch diesen Heilnebel. Also da finde ich, da haben sie so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen auf den Massenmarkt geschaut. Also das fand ich sehr, sehr schade. Es war mir einfach zu viel zu einfach und Taktikansicht war vollkommen unnötig. Wirklich total unnötig. Ja, weiterer Kritikpunkt, ihr wisst, es geht mir einfach immer um die Geschichte. Und in dem Fall war es so, die Geschichte war klasse, aber die hatte ein Drittel Anteil vom Spiel und zwei Drittel waren meiner Meinung nach wirklich totlangweilige. Geh mal suchen, geh mal holen, geh mal finden, erschlag den, finde dieses, bring jenes. Das war zu viel, das war too much, das war einfach völlig unnötig. Es hat einen jedes Mal aus der Geschichte rausgerissen, weil auch diese Quests, wo man sammeln musste, einfach, finde ich, sehr lieblos gemacht worden sind. Das ist zum Beispiel etwas, was die Vorgänger sehr viel besser gemacht haben. Sowohl Origins als auch DA2 haben das sehr viel besser gemacht. Die haben nämlich mit allem, was da stattgefunden hat, all das war Bestandteil der Geschichte. Da gab es keine einzelnen, im Nichts hängenden Quests, sondern all das gehörte zur Geschichte. Deswegen wurde das einem nicht langweilig. Bei Inquisition
Hat man dann schon irgendwann echt so die Schnauze voll gehabt? Ich habe dann ja relativ schnell auf die Astrarien und die Okularien verzichtet, weil es auch nicht notwendig ist, da alles zu finden. Was soll das, ne? Man muss nicht immer die beste Rüstung und die beste Waffe haben. Vollkommen unnötig. Also, das fand ich einfach viel zu lang, zu sehr rausgezogen und ja, für mich eigentlich lieblos gemacht. Das hätte man eindampfen können. Ich habe lieber ein Spiel, das nur 60 Stunden geht. Und komprimiert es, konzentriert auf die Geschichte, wo fast alles, was passiert, im Grunde genommen auf diese Geschichte, diesen Hauptstrang hinarbeitet. Und das war eben ganz arg häufig nicht so. Wir haben endlos viele, ich weiß nicht, graue Wächter erschlagen oder dunkle Brut erschlagen und, aber irgendwie, ne, so richtig der Funken übersprang nicht. Man ist jedes Mal aus der Geschichte rausgefallen. Die Musik, ja, sie ist ja sehr gelobt worden. Wie gesagt, ich war von den Tavernenliedern, war ich unglaublich fasziniert, auch von diesem Lied, das sie alle gemeinsam gesungen haben, kurz nach der Zerstörung von Haven. Und es gab immer wieder kurze Tonstücke, die ich ganz apart fand, aber insgesamt fand ich sowohl Origins als auch Dragon Age 2 von der Musik her deutlich tiefergehend. Bei der jetzigen Vertonung, bei der jetzigen Musik hatte ich immer so das Gefühl, dass das letzte bisschen, das letzte Quäntchen, das dich so packt und reinreißt, das fehlt. Die beiden Vorgänger, die hatten das. Ja, der gute Corypheus. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass er einen DLC-Charakter von Dragon Age 2 zum Hauptfeind machen. Damit habe ich nicht so sehr das Problem. Aber sind wir mal ehrlich, der Mann sah grandios aus. Aber er war scheiße inszeniert. Der Sprecher stimmte nicht, und das ist das, was ich meinte, als ich sagte, ich komme noch mal drauf zurück. Der war auch viel zu überdimensioniert und hat dadurch unglaublich verloren. Also da fand ich zumindest in der deutschen Version, war es wirklich ja irgendwie peinlich. Also ich hatte so manchmal den Eindruck von Fremdschämen, ganz ehrlich. Der war nicht ernst zu nehmen. Ich fand den nicht furchteinflößend. Der war wie eine Karikatur. Also mich hat der nicht erreicht. Nicht als irgendein Wesen, das die Welt bedroht oder das Dasein aller Lebewesen bedroht. So wirkte der auf mich überhaupt gar nicht. Kein bisschen. Der war eine Karikatur. Der war kein bisschen bedrohlich. Auch Samson. Wenn die dann vor den Kämpfen oder während den Kämpfen immer gesprochen haben, musste ich mir manchmal auf die Backen beißen, um nicht lauthals loszulachen. Es war Kitsch as Kitsch can. Eine echte Karikatur. Der Endkampf. Leute, muss ich nicht viel zu sagen. Das geht nicht, dass in einem Endkampf die Szenen abbrechen. Das ist einfach. Nein! Und dieser Endkampf, Leute, es war ein Endkampf. Was war der Kampf gegen den Erzdämon und auch gegen Meredith? Was waren das für Kämpfe? Aber hier? Wir haben es auf Albtraum gespielt und wir hatten zum Anfang, hatten wir zwar zwei, drei Probleme, aber dann sind wir da doch ohne Probleme durchspaziert. Ich finde, ein Endkampf dürfte schon ein bisschen knackiger sein. Und dieses ganze Geschwätz, was der Mann da so hatte, war wirklich zum Davonlaufen teilweise. Grauselig. Ja, was gibt's noch zu sagen? Dann kommen wir eigentlich zum Hauptpunkt. Neudeutsch wird das als Immersion beschrieben. Das heißt, wenn das alles in sich stimmig ist, dann ist man ein Bestandteil dieser Geschichte. Man baut emotionale Bindungen auf mit seinem eigenen Charakter. Man geht tief in die Geschichte rein und man leidet mit. Es hat fast so ein bisschen was von Aristoteles. Von der Katharsis hat es fast so ein bisschen. Bei Dragon Age Inquisition ist es leider so, dass der Hauptcharakter, die Nebencharaktere, die Begleiter, die Gefährten sind authentisch, die sind toll gemacht, die sind einfach klasse. Und beim Hauptcharakter, also jetzt bei uns, bei Erin, die ja eine Elfin war, da funktionierte das nicht. Unser Inquisitor, Erin, unsere Elfe, blieb immer ein Charakter, dem ich persönlich nie nahe gekommen bin. Ich hatte zu wenig Geschichte von ihr, zu wenig Gefühlsebene, zu wenig Reaktion auf dramatische Ereignisse, die sie selber als Elfe betreffen, als dass ich mich hätte wirklich mit ihr identifizieren können. Da fallen mir so Beispiele ein, die mich wirklich schon während des ersten Durchspiels total verwirrt haben. Da wird ihr Clan vernichtet und es erfolgt keinerlei, null Reaktion darauf. Da wäre doch irgendein Gespräch möglich gewesen, das einen diesen Charakter mit seinen Ängsten, seinen Selbstzweifeln, mit seinen inneren Kämpfen ein wenig näher bringt. Das wäre wichtig gewesen. Da gibt es noch andere Gelegenheiten, wo ich einfach
finde, dass Erin immer eine Unbekannte bleibt. Die Möglichkeit zur Identifikation, die ich brauche, hat dieses Spiel einfach gar nicht geliefert. Dann sind da noch so andere Geschichten. Sie ist eine Elfe. Das heißt, sie müsste ja zumindest mit dem Götterpantheon der Elfen vertraut sein. Sie müsste ja, auch wenn sie eine Dänisch ist und viel Wissen schon verloren gegangen ist, da müsste sie doch trotzdem ein weitestgehend fundiertes Wissen über elfische Dinge haben. Aber dann ist man da im Tempel der Mythal und sie stellt Fragen, als käme sie vom Mars. Das geht nicht. Das hätte man anders verpacken müssen. Man spürt keinerlei Verwirrung darüber, in welche Welt sie plötzlich katapultiert wird. Das wird minimalst angedeutet, aber nicht so thematisiert, dass wir in die Immersion kommen. Die Identifikation mit dem Charakter, die so wichtig ist, gerade für ein so komplexes Rollenspiel. Man fragt sich, wieso ist sie nicht komplett verwirrt, in welche Welt sie da versetzt ist? Wieso hat sie keine Zweifel? Das hätte man ja in Gesprächen thematisieren können. Wieso hat sie keine Fragen? Wieso kann sie in Halam Shiral auftauchen und ein Tänzchen tanzen, dass man denkt, sie hätte ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht? Genau diese Fragen stellen sich aber auch bei den anderen Rassen. Wenn man einen Menschen spielt oder einen Kunari spielt, genau das Gleiche. Der Hauptcharakter, der bleibt einem verschlossen. Und das ist ein ganz großer, der absolut größte Schwachpunkt für mich an dem Spiel. Diese Sammelquests, all diese Geschichten, finde ich gar nicht schlimm, kann man so machen, man muss sie ja nicht spielen. Aber diese mangelnde Identifikationsgelegenheit ist der absolut größte Schwachpunkt an dem Spiel. Ich habe mich immer gefragt, wer ist Erin? Und ich konnte es mir nie beantworten. Und das war bei den Vorgängern sehr viel besser gelöst. Wirklich deutlich besser gelöst. Ich gebe zu, das ist für einen Entwickler, wenn er 4 oder 5 verschiedene Rassen zur Verfügung stellt, die ganz unterschiedlich sind, das natürlich über die Länge eines Spiels, noch dazu eines so großen, mit so einer fetten Story, schwierig ist, da alle stimmig reinzuarbeiten. Aber in dem Fall hätte ich die Entscheidung, wie sie in Dragon Age 2 getroffen wurde, nämlich nur eine Rasse anzubieten, die aber stimmig in die Geschichte einzubasteln, das hätte ich als passender empfunden. Man hat ja Dragon Age 2 sehr kritisiert dafür, dass es keine Rassenwahl gab. Aber wenn ich jetzt Inquisition angucke, dann kann ich nur sagen, das war genau die absolut richtige Entscheidung. Das musste so sein. Weil dadurch war Henna oder halt der Champion, wie er immer auch bei euch geheißen hat, absolut glaubwürdig. Man hat erlebt, wie sie flüchtet mit ihrer Familie vor der Verderbnis. Man hat gesehen, wie sie auch leidet mit ihrer Mutter um den Bruder, später um die Schwester auch, sich Sorgen macht um die Schwester, leidet um ihre Mutter. Das war glaubwürdig. Dieser Charakter hatte eine wirklich glaubwürdige Entwicklung. Das hatte Erin nicht. Erin war immer fremd. Und in Dragon Age Origins ist das natürlich noch viel besser gelungen. Dadurch, dass jede einzelne Rasse ihre eigene Origin hatte, war man mit diesen Charakteren sehr, sehr verwurzelt, sehr, sehr verwachsen. Und wenn ihr jetzt meine Meinung hören wollt, wenn ich entscheiden sollte, welches das schlechteste, aber bitte schlecht auf äußerst hohem Niveau, auf absolut hohem Niveau, aber sollte ich sagen, welches das schlechteste Spiel aus der Dragon Age Serie war, dann war es ganz eindeutig Dragon Age Inquisition. Und eben hauptsächlich aus dem Grund, dass der Hauptfeind nicht wirklich glaubwürdig war und dass der Hauptcharakter nicht glaubwürdig war. Und aus dem Grund finde ich, dass Dragon Age 2, egal wie sehr es gescholten ist, das deutlich bessere Spiel war. Ja, und Dragon Age Origins ist ja sowieso komplett außer Konkurrenz. Das ist das grandioseste, was ich je gespielt habe. Gefolgt von Dragon Age 2 und dann kommt Dragon Age Inquisition, aber wie gesagt, doch mit einem bisschen Abstand. So, ihr Lieben, dennoch, ich habe es geliebt und ich habe es geliebt, es für euch zu Let's Playen. Ich hoffe, dass ganz schnell ein DLC kommt, weil es war ja nun ein fulminanter Cliffhanger am Ende. Da dürfen wir bestimmt noch eine ganze Menge erwarten. Ihr Lieben, jetzt habe ich fast 20 Minuten gequatscht.
Und ich denke, jetzt reicht's. Ich habe euch gesagt, was ich von diesem Spiel halte. Wie gesagt, nicht missverstehen. Das Beste, das ich in den letzten 2 Jahren gespielt habe. Definitiv. Ich bedanke mich nochmal fürs Begleiten durch 135 Folgen Dragon Age Inquisition und auch jetzt fürs geduldige Zuhören. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.